Und das ist das, was mich am meisten geärgert hat. Wissen Sie, wenn sich jemand hinstellt und Worte wie staatszersetzend benutzt, wenn Leute ihr demokratisches Recht in die Hand nehmen, zu sagen, diese Regierungsmaßnahmen, die überhaupt nicht mehr nachvollziehbar sind, diese Corona-Maßnahmen, die tragen wir nicht mehr mit, wenn die als staatszersetzend gebrandmarkt werden, das ist ein Sprachgebrauch, den gab es in der ehemaligen DDR. Und das war ein sehr unfreies System und wir sind in einer Demokratie. Wer Leute mit solchen Artikeln überschüttet, der hört überall hin, aber nicht in ein Ministerium und schon gar nicht als Minister. Dankeschön. Ja, genau. Da muss man von Herrn Pistorius auch noch mal etwas wissen. Herr Pistorius hat ja schon eine etwas längere Geschichte hier im Landtag. Herr Pistorius hatte in der letzten Legislatur hier einen massiven Untersuchungsausschuss, weil Herr Pistorius die Behörden politisch instrumentalisiert hat. Er hat nämlich, weil es im Koalitionsvertrag stand, damals die Moschee in Hildesheim und andere Sachen nicht überwachen lassen, sodass von dort aus Aris Amri nach Berlin fahren konnte, die Anschläge machen konnte. Und er konnte auch, da hat dafür gesorgt, dass hier die Anschläge im Hannoverschen Bahnhof gewesen sind, weil diese Leute nicht überwacht wurden, weil Herr Minister verfügt hat als Innenminister, dass die Überwachung aufzuhören hat, weil sie im rot-grünen Koalitionsvertrag stand. Das ist eine Frechheit. Dieser Mann hört überall hin, aber nicht in ein Amt. Vielen Dank. So, dann kommen wir noch mal ganz kurz zu Corona. Wer es mitbekommen hat, es ist ja mal wieder eine kleine Corona-Verordnung gekippt worden. Also man darf jetzt tatsächlich einzeln im freien Sport machen. Wer hätte das gedacht? Also unsere Regierenden da drüben haben gedacht, das geht nicht. Ne? Erklären konnten sie es heute auch nicht. Ich habe die Nase voll davon, dass über eine Impfpflicht gesprochen wird. Wissen Sie, so in Südostasien gibt es ja den Spruch, man verliert das Gesicht. Ich habe das Gefühl, diese Impfpflicht wird nur noch gefordert, damit die Herren Scholz und Weil und wie sie alle heißen als Ministerpräsidenten ihr Gesicht nicht verlieren. Und das kann es nicht sein. Das kann nicht sein, dass wir hier unter Sachen leiden, weil diese Leute Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Die liegen falsch, die haben sich verrannt und das muss aufhören. Und gucken wir uns doch nochmal an, wie sie denn argumentieren. Sie argumentieren zum Beispiel damit, wir sollten uns alle impfen lassen, weil dann ist das Problem ja gelöst. Per hat es ausgeführt, das Problem ist noch lange nicht gelöst. Und dann wird argumentiert mit der Masernimpfung. Ja, die Masernimpfung hat auch eine permanente Sache gebracht, dass man dann eben immun war, dass man permanent und nachhaltig immun war. Das ist hier nicht der Fall. Daher ist das juristisch überhaupt nicht vergleichbar und kann niemals dazu führen, dass auf dieser Sache Rechtsgrundlagen geschaffen werden, die einer Impfpflicht obliegen. Das passiert nicht. Das ist rechtlich nicht haltbar. Das dürfen wir uns hier nicht gefallen lassen. Also ich sage eins. Das Ganze ist, diese Impfung in der jetzigen Form ist ein reiner Selbstschutz. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber es kann nicht sein, dass man meint, für andere Menschen entscheiden zu können in diesem Lande, was kommt denn als nächstes, wenn wir die Büchse der Pandora aufmachen hier. Dann machen die Krankenkassen, sagen sich ja prima, ab jetzt zahlt jeder, der den BMI, das ist der, bin ich zu dick oder nicht, überschreitet pro ein Kilo 1% mehr an die Krankenkasse. Jeder, der Motorrad fährt, zahlt mehr. Wo wollen wir denn hin? Wir haben eine Solidargemeinschaft. Es wurde ja schon von geredet, dass die Krankenhauskosten bei Leuten dann selber zu tragen sind. Jetzt werden die Leute schon drangsaliert, dass sie ihre Lohnfortzahlung nicht kriegen, wenn sie nicht geimpft sind. Das ist etwas, was sonst in unfreien Staaten vorkommt. Das dürfen wir nicht zulassen. Darum sind wir hier auf der Straße und darum sind wir hier. Ich möchte das ganz kurz mit einem kleinen Satz schließen. Wer in der Demokratie die Grundrechte der Menschen oder einer Teilgruppe von Menschen beschneidet, der formt etwas anderes als eine Demokratie. Und dagegen wehren wir uns. Vielen Dank. Kämpfen, dass Sie weiter spazieren gehen, dass Sie an Kundgebungen weiter teilnehmen. In Schweden gab es von Anfang an keine restriktiven Maßnahmen und sie sind besser durch diese Phase gekommen. In Tschechien, in Frankreich werden die Pläne für eine Impfpflicht aktuell in die Mülltonnen geschmissen. Bravo! Das ist das. Bravo! Daher,
Halten Sie durch, machen Sie weiter, gehen Sie spazieren, zünden Sie Kerzen an, gehen Sie zu Mahnwachen, unterstützen Sie uns auch immer hier gerne und wir werden in ein paar Monaten diese Corona-Politik, diese unsägliche Corona-Politik wegfegen. Warum werden Sie wegkriegen? Weil sie unsinnig ist, weil sie undemokratisch ist und weil wir im Recht sind. Ja. Jetzt zum Abschluss möchte ich hier noch mal einmal ein kleines Lied anstimmen. Und ich hoffe, das gelingt mir jetzt auch. Da muss ich jetzt mal meine Technik anfinden, die hier alter Beweis stellt. Okay, ich habe es nicht hingekriegt. Blühen Kranze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen Kranze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. So, vielen, vielen Dank. Das hat doch ganz toll geklappt. Damit beende ich diese Mahnwache, was natürlich jetzt bedeutet, Sie können die Masken dann gleich absetzen. Selbstverständlich können Sie auch noch weiter hier verweilen, können sich unterhalten. Wenn jemand Musik anmachen will, kann das ja auch dann, aber auch als freier Bürger und außerhalb dieser Versammlung. Danke, dass ihr alle da wart! Ich habe euch etwas mitgebracht, aber es aus meiner...